Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Airsoft-Video von mir. Heute schauen wir uns mal eine Shotgun-Shell von innen an und wie sie so funktioniert. Viel Spaß! Wer die Shotgun-Shell noch nicht kennt, kein Problem, hier lernt ihr sie kennen. Fangen wir mal an mit dem Befüllen. Das Befüllen geht ganz normal, also wie bei jedem anderen Software-Magazin auch. Hier oben, da haben wir die Öffnung, wo die Kugeln raus und auch reinkommen. So, und wie werden die Kugeln festgehalten? Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier diesen Halbkreis und wenn ich den Halbkreis hier ein wenig zurückdrücke, der ist federnd gelagert. So, da seht ihr, da kommt schon der Knüppel raus, der die Kugeln nach oben drückt. So, und so werden die Kugeln drin gehalten in der Shell. Also im Prinzip wie jedes Software-Magazin auch. Und wenn wir sie laden wollen, drücken wir einfach den Speedloader dran und drücken ganz normal die Kugeln rein. So, das ist jetzt noch nicht voll. So, die fliegt runter, egal. So, und jetzt könnt ihr sehen, die Kugel wird gehalten. Genau. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie das so im Inneren des Magazins aussieht. Bevor wir das Magazin jetzt gleich öffnen, schauen wir uns das nochmal von außen ein wenig an, denn da steht etwas drauf. Und zwar steht hier 3x10 Rounds. Ja, das finde ich etwas sehr verwirrend, weil ich habe mich immer gefragt, ja, was heißt das denn 3x10? Wird das hier intern irgendwie aufgeteilt in drei verschiedene Röhren oder so? Was passiert denn hier drin, wenn da 3x10 draufsteht? Vor allen Dingen, warum 3x10? Warum schreiben die nicht 30 drauf? Ja, weil im Prinzip passen in so eine Shell immer 30 Schuss rein. Ja, keine Ahnung. Also es hat nichts zu tun, es hat keinerlei Bewandtnis. Da hätte jetzt auch 6x5 Rounds draufstehen können etc. Ja, das hat damit nichts zu tun und jetzt machen wir das Ding einfach mal auf. Dann machen wir das Magazin jetzt einmal auf und um das zu machen, müssen wir uns das Magazin einmal etwas genauer angucken. Und zwar sehen wir hier unten am Boden, da haben wir einmal einen Pin und auf der anderen Seite haben wir ebenfalls einen Pin. So, und den müssen wir einmal durchdrücken und dazu nehme ich jetzt hier so einen dünnen Schraubendreher. So, da drücke ich dann einmal durch und ihr seht schon, da kommt der Pin auch schon raus. Und wenn der Pin draußen ist, so, dann können wir auch schon den Boden abnehmen und in das Innere der Shell gucken. So, und da sehen wir auch schon direkt, hier kommt uns eine Feder entgegen und die Feder ist gebogen. So, und wenn wir die Feder rausnehmen, dann seht ihr auch warum. Das ist ganz einfach, weil wenn ihr hier oben die Kugeln einführt, ja, die Shell ist geteilt. Wir haben einmal, ich zeige euch das mal, so, wir haben einmal hier eine Kammer, dann haben wir hier diesen Rundbogen und dann haben wir hier noch eine Kammer. So, und wenn man genau reinguckt, dann sieht man auch, Moment, wo ist es? Da. So. Da seht ihr, da kann man durchgucken, da scheint der Untergrund durch. Da kommen die Kugeln als erstes durch. Ja, hier oben kommen die Kugeln als erstes durch, dann gehen die hier rum und gehen dann hier weiter in die zweite Kammer. Im Prinzip ist das nichts anderes als ein gebogenes Magazin. Ja, ihr könnt euch das so vorstellen, das hier ist die Feder eines normalen Magazins und hier hat man das Magazin gebogen, also ist die Feder auch gebogen. Die geht im Prinzip, mal gucken, so, da kommt der rein. So. So, die geht einmal hier rum, wie ein gebogenes Magazin. Hier kommen die Kugeln rein, dann gehen sie hier rum und die Feder drückt sich auch dementsprechend hier durch. Und damit das etwas geschmeidiger geht, haben die hier unten, da seht ihr es, so eine Art Rampe gebaut. Das heißt, hier gehen die Kugeln entlang und die Feder auch, damit da nichts hakt. Das ist im Prinzip das ganze Geheimnis. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich lege das jetzt mal so hin, wenn ihr jetzt das Magazin befüllt, da passiert Folgendes. Hier kommen die Kugeln rein, die Kugeln gehen rum, rum, rum.
So, die Feder drückt ihr immer weiter rum. Hier ist die Shell. So, und die Kugeln werden immer weiter runter gedrückt. So, bis 30 Stück drin sind. Hier ist die Feder mit dem Pinüppel, der die Kugeln wieder rausdrückt. Und das ist im Prinzip alles. So, und hier ist das Gehäuse der Shell. Hier haben wir den Boden. So. Und hier geht die Kugel raus. Ja, das ist jetzt nicht 1:1. Ich bin auch nicht der geborene Zeichner. So. Und hier haben wir den Festhaltemechanismus. Und die Kugeln gehen dann hier rein und gehen den anderen Weg wieder raus. Das ist im Prinzip, ja, wie ich schon eben sagte, ein gebogenes Magazin. Und das ist das ganze Geheimnis.